Hey, liebe YouTube-Freunde, willkommen zu German Warface. Ja, wir spielen eine Runde. Jeder GGM auf der Map Motel und zwar mit der Klasse Angie. Und ja, ich habe richtig Bock. 6 Minuten läuft's noch. Bin gerade gejoint und bin schon instant tot. Aber das lag daran, weil ich nicht geguckt habe richtig und gepennt habe. Ich muss sagen, diese Runde wird richtig geil. Da bin ich mir safe sicher. Der wird sowas von hier kommen. Und der kommt jetzt hier lang. Das war so klar. Da wird noch einer kommen. Ich versuche mal. Ich spiele jetzt gerade mit dem Schalldämpfer. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, wenn ich mit dem Schalldämpfer spiele. Weil normalerweise spiele ich nicht mit dem Schalldämpfer. Aber diesmal, denke ich mal, wird das eine geile Runde sein. Naja, bis jetzt fängt die Runde ganz gut an. Wir spielen mit der LWRC SMG 45. Ich hoffe, diese Waffe zeigt mir, oder ich hoffe, euch gefällt diese Waffe. Ich habe sie erst vor kurzem gezogen, obwohl die Waffe schon länger in dem Game ja draußen ist, wie ihr ja alle wisst. Na, veraimt des Todes, habt ihr das gesehen? Mein Aim ist nicht so on point. Egal, ist die First Round des Tages. Ich hoffe mal, lässt sich noch sehen. Ah, fuck. Ah, fuck. Ja, das Problem ist halt, bei jeder gegen jeden kommen die von allen Seiten und du kannst halt nur hoffen, dass du nicht gefickt wirst. Oh, das war doof. Schade. Seht ihr das, wie viel ich da drauf breche? Ah, fuck, ich dachte, der kommt von rechts und dann hat er mich mit der Judge geholt, diese OP-Noob-Waffe des Todes, Mann. Ich hasse die. Also ich habe es am Anfang auch mal kurz gespielt, deswegen sollte ich mich darüber nicht ärgern. Aber sonst, weil ich habe immer gemerkt, das ist noobig, mit der Waffe zu spielen, deswegen habe ich ja mit der aufgehört zu spielen. Ich habe es ja selbst 2-3 Mal benutzt und ich fand das nicht so geil. Wie gesagt, es ist halt assi von mir gewesen, dass ich diese Judge selber benutzt habe. Das tut mir immer noch leid, deswegen viele haben das Video nicht so gefeiert, weil es eine OP-Noob-Waffe ist. Deswegen tut es mir halt nochmal sehr, sehr leid. Ich werde sie nicht nochmal benutzen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich werde sie nicht nochmal benutzen, weil es ist echt eine OP-Noob-Waffe. Obwohl die Waffe ja auch sehr OP-Noobig ist, ne? Also ich muss echt sagen, das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich mit dieser Waffe hier spiele und ich muss echt sagen, kein Rückstoß, nix an Rückstoß. Also normalerweise muss ich nicht mal irgendwas tun. Jetzt zeige ich euch mal kurz den Rückstoß, auch wenn ich dafür sterben werde. Ich habe nicht viel runtergehalten. Ich habe gerade fast gar nichts gemacht eigentlich. Ich habe nicht mal gemerkt, dass ich irgendwie runterziehen muss. Ne? Vielleicht liegt auch heute, dass mein Aim vielleicht jetzt gerade anfängt, sich nachzuholen. Hinter mir wird auch einer kommen. Das wird richtig beschissen. Ah, fuck. Schade. Hat gut funktioniert. Ich muss aber sagen, die Runde läuft ganz gut bis jetzt. 15-9 ist relativ in Ordnung. Also ich hatte schon schlimmer Runden. Hinter mir war auch noch einer. Verdammt. Aber es lässt sich ganz gut sehen bis jetzt. Ich höre zwar keinen Gegner irgendwie, aber der Typ dreht sich um und gibt mir. Lol. Ah, fuck, da kommt der Vex von der Seite. Der hat mir gegeben wie so ein Vex. Also mit der Waffe ist wirklich Draufsprayen angesagt. Mit den RPM ist okay. 88 Schaden lässt sich sehen. Aber ich bin ganz ehrlich. Ach, jetzt kommt der Speedrunner. Achso, der ist auch noch da. Lol. 18-13 ist okay. Aber für die erste Runde des Tages eigentlich relativ akzeptabel, ne? Ja, Leute. Viel muss ich ja nicht erzählen. Viel habe ich nicht erzählt. Es hat jetzt nicht lange gedauert, das Video. Das Video ging jetzt eigentlich 5 Minuten knapp. Aber immer ein Video. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Beim nächsten Mal wird es ein richtig fett geiles Video geben. Aber jetzt ist wieder erste Runde des Tages. Wie ihr gesehen habt, das ist die erste Runde des Tages. Ich kann es euch nochmal kurz nochmal beweisen. Wie ihr wisst, ich mache ja immer nach der Runde, zeige ich euch noch kurz, dass es Ende des Tages ist.
Wenn ihr keinen Bock drauf habt, könnt ihr direkt ausschalten, weil es wird nichts mehr Interessantes kommen. Deswegen, hier seht ihr nochmal die Stats, ne? Erste Runde des Tages, war ganz gut. Waffe ist ja auch OP, also kann man sich da ein bisschen sehen lassen. So, ne? Geld, jetzt gehen wir nochmal zurück. Und da seht ihr, Bonus. Dann gehen wir nochmal kurz in Koop rein. Neu. Und bei der Elite-Einheit, gut, da kann man halt herzlich wenig zeigen, ne? Weil das ist halt immer schwierig zu zeigen. Ja, aber ihr seht, ja, Ranglistenspiel habe ich auch noch nicht gespielt, ne? Heute. Weil ich bin seit gestern 20. Ich habe gestern nämlich nochmal schön gesuchtet. Deswegen. Also wie gesagt, ich habe heute meine erste Runde, damit ihr Bescheid wisst. Und dann passt das. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und kommentiert das Video, falls ihr Bock habt. Und sagt mir mal bitte, was ich noch an Videos rausbringen soll. Würde ich mich auch riesig drüber freuen. Ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut raus, euer Jamboface. Ciao.